Herzlich willkommen bei Better Together, dem Kanal für Genießer. Heute haben wir für euch einen kubanischen Abend. Wir haben eine kubanische Zigarre, und zwar die Ramona Lones Senor Henry Exclusivo Alemania mit einem klassischen Cuba Libre mit kubanischem Rum. Und Michael, bei uns immer das Fazit zum Anfang. Ganz 30 genau. Sekunden ab jetzt. Also das ist wirklich eine Kombination, die mich absolut begeistert. Von Anfang an eine Zigarre, die super vielschichtig ist, die mit der Zeit immer schwerer und immer wuchtiger wird, aber eigentlich nicht wirklich stark ist. Und zu den absoluten Highlights gehört. Und ja, man muss halt sagen, ich meine, es ist ein No-Brainer. Kubanische Zigarre, kubanisches Getränk quasi. Also wer das nicht mag und wem das nicht schmeckt, der hat eigentlich irgendwas falsch gemacht. Für mich wirklich absoluter Top-Tipp, unbedingt versuchen. Und ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, einfach dranbleiben. Bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich. So, herzlich willkommen bei Better Together, dem Kanal für Genießer. Ich bin der Michael. Ich bin der Elmar. Und wir haben heute in einer, sagen wir, lauen Sommernacht eine sehr spannende Kombination, und zwar eine Ramona Lones Exclusivo Alemania, quasi das aktuelle, die Exclusivo, also aktuelle Exclusivo. Und das werden wir als ganz klassisch kubanisch pären mit einem Cuba Libre. Und dazu nehmen wir einen auch kubanischen Rum, Ron Varadero. 7 Jahre gereift, also jetzt nichts Aufregendes, vielleicht als Einzelrum, aber super toll für ein Cuba Libre. Ja, heute reiner kubanischer Abend. Ganz genau, fehlt nur noch die Musik. Ja. Und die Tänzer. Gut, ich würde sagen, wir machen so mal den Cuba Libre. Genau, und machen die Zigarren an. Ganz genau, und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, also wir haben uns jetzt mal die Zigarren angeraucht und auch den, sagen wir, ja, Cuba Libre vorbereitet. Geht ja relativ einfach, ein bisschen Cola, ein bisschen Rum und Limettensaft. Also super easy, aber halt ein klassischer kubanischer Cocktail. Und ja, also die ersten Züge von dem Ding finde ich schon mal sehr vielversprechend, oder? Ja, absolut. Also ich muss ja sagen, wir haben gerade auch gut gegessen, der Michael hat eine hervorragende Pizza aus dem Holzofen gemacht, war super lecker. Also braucht sich hinter einer italienischen Pizza nicht zu verstecken. Und insofern haben wir jetzt die Grundlage geschaffen für die Zigarre. Ist eine Ramona Lones, 54er Ring war es, 150 mm, also schon ein ganz schöner stattlich Brummer. Ne? Ist eine Exclusivo Alemania Edition, wobei zu lesen ist, dass sie eigentlich auch nach Österreich und Polen kommen sollte, was irgendwie diese Exclusivo Alemania ad absurdum führt. Aber irgendwie ist auch in Österreich noch nichts angekommen, ja, bei euch, oder? Hat ja auch irgendwie mit der Fifth Avenue zu tun, die ja quasi der Importeur auch sind für die Länder. Aber nein, nicht, dass ich wüsste, dass da bis heute auch nur ein einzelnes Exemplar offiziell bei einem Händler angekommen wäre. Und so wie es aussieht, wird das vielleicht auch nicht mehr passieren. Ja, also die Zigarre ist 2020 rausgekommen, zum 90-jährigen Geburtstag von dem Senior Henry, dem Heinrich Fillinger, der die Habanos, nicht die Habanos, die Fifth Avenue mitbegründet hat und wohl in Kuba sehr verehrt wird. Und die Kubaner haben ihm zum 90. Geburtstag, deshalb ist auch die 90 hier auf dem Zigarrenring, diese Zigarre gewidmet. Also eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ne? Mhm. Schon spannend. Mhm. Und ich meine, es ist aber auch jetzt, sage ich mal, ganz typisch kubanische Zigarre. Mhm. Meine zieht auch gut, hat super Rauchvolumen, brennt bis jetzt auch toll und vor allen Dingen aber auch ja, gleich so Erde. Mhm. Also wenn du den Rauch im Mund hast, du hast so ein, als wenn es bremsen würde, die Zunge. Typisches Erde. So ein bisschen matter Geschmack. Ja. Und aber sehr, sehr, sehr fein. Mhm. Also ich meine, nicht
aufdringlich, nicht scharf. Mhm. Ich würde schon sagen, sag ich mal, dass das Tabake sind, die schon ausgesucht sind für diese Sonderedition. Ja, davon gehe ich aus, das hoffe ich auch. Aber sie sind auch sehr, also die Zigarre ist jetzt, wie zum Beispiel im Vergleich zu vielen jetzt Nicht-Kubanern, überhaupt nicht scharf, auch von Anfang an retronasal. Also sehr, sehr, ich darf jetzt nicht sagen mild, aber sehr ausgewogen und so ein bisschen cremig. Fängt super an, aber das ist ja auch, gerade bei Kubanern wirklich oft der Fall, dass die sehr leicht anfangen, die fetten Ringmasse. Und die steigern sich halt dann sehr stark im Rauchverlauf. Ja. Da wird dann auch mehr Tannin, kommt dann noch dazu. Auf das bin ich schon super gespannt. Mhm. Und das Getränk erinnert mich an meine Kuba-Reise. Zigarre und Cuba Libre, das ist einfach da das Standardgetränk. Ja, es passt aber auch. Mhm. Wir haben ja super schon hin und wieder gesprochen darüber, dass Süße eigentlich gut zur Zigarre passt. Wir haben schon mal Süßwein auch gemacht. Und in meiner Cola hat halt viel Zucker. Mhm. Und dann die Limette, die puffert das noch ein bisschen ab. Und darum gibt es halt noch das Aroma. Also das ist schon gut. Mhm. Und das wundert mich jetzt nicht, dass das passt. Mhm. Ja. Ich würde sagen, lass uns einfach mal ein Stückchen weiter rauchen. Ganz genau. Und wir sehen uns gleich wieder. Ganz genau. Also, bis gleich. Bis dann. Schöne Zigarre, oder? Ja, wirklich. Jetzt so nach 2 Zentimeter hat sie auch begonnen, sich ein bisschen zu entwickeln. Die war ja wirklich sehr verhalten am Anfang. Jetzt kommt aber mehr Würze hinein, auf jeden Fall. Mehr Würze, auch mal so Leder. Tabak ist jetzt auch, also für mich, was ich so immer als Tabakaromen halt bezeichnen würde, das spüre ich jetzt stärker. Und es hat so eine, ja, nicht so trocken, aber so eine, ist so ein Gerbstoff. Mhm. Bisschen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Mhm. Sehr spannend. Bin noch wirklich so gerade so ein bisschen überlegen, wo sich die hinentwickelt. Mhm. Langfristig gesehen oder? Beides, also heute und langfristig. Ich glaube aber, dass die ganz toll reifen kann. Mhm. Ist halt noch jung. Aber oft ist es, finde ich, dass gerade junge Zigarren recht ansprechend sind, dann verschwinden sie ein bisschen vom Aroma her und kommen nach ein paar Jahren wieder. Und die hat noch so die Phase, wo sie, finde ich, jetzt noch, also nicht flach ist, sondern sich noch ganz gut entwickelt. Super, super rauchbar, ja. Also für eine noch junge Kubanerin eigentlich eine schöne Zigarre. Brennt gut, zieht gut, also absolut null Probleme. Ja. Wo man immer darüber spricht, dass die Kubaner da zickig sind, aber nein, die haben sie anscheinend gute Roller dran gelassen. Ne? Ja, offensichtlich. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Zigarre, wo ich gar nicht so wie sagt man, schnell und intensiv rauchen mag, sondern die würde ich jetzt gern in aller Ruhe beobachten, wie sie sich entwickelt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die braucht Aufmerksamkeit, sagen wir mal so. Ja, Cuba Libre passt auf jeden Fall. Ist fast klischeehaft, aber da kann man nicht viel sagen zu der Kombination. Das ist so eine im Zweifelsfalle Cuba Libre, würde ich mal sagen, bei einer kubanischen Zigarre. Also wer da falsch liegt, dem ist nicht zu helfen. Wenn man nicht weiß, was man pairen soll, dann Cuba Libre. Mhm. Ja, also ich finde halt, das ist ein Klassiker, der geht immer. Mhm. Perfekt. Ja, packt man, wird super. Mhm. Ich meine, ja, lass uns mal so 3-4 Zentimeter weiter rauchen. Ja, also wir haben ja die so 150 mm, da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ja, ja. Das heißt, wir melden uns gleich wieder. Ganz genau, also bis bald. Bis dann. So. Also wir sind jetzt so im zweiten Drittel angekommen und die Zigarre entwickelt sich halt, wie man es eigentlich von einer kubanischen Zigarre erwartet. Die war am Anfang sehr verhalten und ein bisschen so erdig und mit Gerbstofflastig. Und jetzt hat sich die irgendwie total gewandelt für mich. Da ist jetzt eine Süße dazugekommen, so, ich habe das so vorhin so Candy genannt. Das ist nicht eine Frucht, aber so was Zuckerartiges, aber halt nicht so intensiv.
So ein bisschen Brioche, Gebäck, ja. Sehr spannend. Hat auch ein wenig diesen Gerbstoff verloren für mich. Aber extrem geniale Entwicklung. Super Zigarre. Und was ich jetzt vorher angemerkt habe oder bemerkt habe, ist, wenn du da einen Schluck Cuba Libre machst, ich glaube, diese Limette macht dann den Gaumen irgendwie kurz frisch. Und dann schmeckst du danach eigentlich viel mehr wieder. Ja. Und die, durch die Frische ist dann wieder ein bisschen mehr Erdigkeit da. Also ist schon sehr interessant. Ist ja auch nicht umsonst ein Klassiker, ne? Ich meine, die Kubaner wissen ja schon, was gut ist. Ne? Offensichtlich. Also das wundert mich jetzt nicht, aber das haben wir eingangs schon erwähnt, dass das, glaube ich, ein No-Brainer sein wird. Ich finde die Zigarre auch extrem fein. Also sie ist halt nicht so ein, Dampfhammer in Bezug auf Aromen, also sag ich mal, dass das so über einen drüber gehauen wird, sondern das ist sehr fein, sehr ausbalanciert. Ja. Irgendwie ein toller Rauch, der Lust auf mehr macht. Ne? Ja, ich habe auch anfangs schon gesagt, das ist eine Zigarre, die willst du erkunden, weil die ist gar nicht so, ja, so wuchtig, aber sie ist ziemlich komplex. Da ist viel los von Aromen. Man muss sich echt ein wenig konzentrieren darauf, was sich da alles abspielt, damit man es nicht verpasst. Finde ich toll. Man merkt es irgendwie, ich bin ziemlich beeindruckt, weil ich gar nicht so viel erzählen will, sondern ich möchte es nur rauchen, was schon spricht auch für die Qualität von dem Ding. Was kostet das überhaupt? 19 Euro. Vor der Preis. Ja, ich weiß ja, nicht, gut, ob die überhaupt nach der Preiserhöhung überhaupt nochmal auf den Markt kommt. Sie wurde ja 2020 vorgestellt, kam dann Ende 2021 auf den Markt. 18.000 Kisten, glaube ich, A10. Also nicht sonderlich viel. Und die Kisten, die ich gesehen habe, waren eigentlich am gleichen Tag immer schon weg. Insofern glaube ich nicht, dass da noch viel nachkommt. Ne? Nein, aber wenn du jetzt irgendwie so Preis-Genuss-Verhältnis rechnen würdest bei kubanischen Zigarren und bei Limitadas oder Exclusivos, finde ich das toll. Ja. Kubanische Zigarren sind heutzutage nicht mehr günstig, waren es auch noch nie, aber unter 20 Euro für so ein Kaliber. Ja, absolut. Kann man auch bei der Qualität, die hat, und die brennt ja auch super, wie man sieht, da muss man schon den Hut ziehen. Ja. Also ich muss sagen, ich möchte jetzt einfach ein bisschen weiter rauchen. Ja, das tun wir in aller Ruhe und dann berichten, wie sie sich entwickelt hat. Wenn wir an dem Zigarrenring ankommen, melden wir uns wieder. Ganz genau. Also bis gleich. Bis gleich. Ja, so wie man sieht oder vielleicht nicht sieht, ich bin jetzt schon quasi Bauchbinden befreit. Wir haben die Bauchbinde quasi erreicht, so nach ungefähr, ja, ich würde sagen fast 40 Minuten Rauchdauer. So kann man eigentlich dann auch ausgehen davon, dass die gut und gern 70 Minuten, wenn man langsam raucht, 90 oder auch etwas länger dauern kann. Und ich finde halt, jetzt wird es Kuba. Jetzt hat die begonnen, auch eine Wucht zu entwickeln. Am Gaumen, ich nenne das immer mineralisch oder mineralische Noten. Das würde man dann vielleicht auch unter erdig. Ja, oder schon, metallisch. Oder metallisch. Bisschen. Eine leichte Säure interessanterweise am Gaumen. Und retronasal für mich ganz viel eben dieses Tabak. Ganz, also, was ich auch bei Ramon Alonis so typisch finde. Ich sage immer, wenn du jemandem eine kubanische Zigarre zeigen willst, du sagst, das ist so richtig typisch Kuba, das ist Erde, das ist Tabak, dann kann man eigentlich Ramon Alonis nehmen. Muss jetzt nicht die sein, aber eben die Ras Special Selected. Super Zigarre, ja. Und die haben aber so eine ähnliche Aromatik alle. Und das finde ich halt toll, wenn man Marken auch schmeckt. Weil da muss man auch ein bisschen ehrlich sein, in Zeiten dieser, ich nenne es jetzt ein bisschen Limitada-Schwäme. Manche Limitadas sind schon sehr ähnlich. Du kannst halt dann nicht mehr sagen, das ist typisch Romeo oder Patagas. Da ist es aber ganz typisch Ramon Alonis. Finde ich super. Wird jetzt viel intensiver, viel wuchtiger, könnte man fast sagen. Oder also von den Aromen finde ich sehr viel kräftiger. Ne? Schwerer. Ja. Jetzt wird's am Anfang war es irgendwie fast eine leichte Zigarre. Jetzt bekommt es so eine gewisse Schwere.
Aber das ist genau diese Schwere, die man an Kuba auch so liebt und schätzt, wenn man Kuba mag. Ja. Wow. Die Tabake kommen ja auch alle aus der Gegend von Pina del Rio. Also aus einem speziellen Gebiet im Westen von Kuba, was eigentlich als das beste Tabakanbaugebiet überhaupt gilt. Mhm. Ich finde, das schmeckt man. Mhm. Also das ist das, was ich an Kuba so liebe. Also ich bin ja mit Kuba angefangen, habe jahrelang mich eigentlich nur mit Kuba beschäftigt, bin dann wieder mal ausgestiegen aus Kuba und habe mal links und rechts geschaut, was mir durchaus gut getan hat. Aber wenn man sowas raucht, dann ist das schon wieder hervorragend. Dann macht das richtig Spaß. Ja, da darfst du also, ich meine, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, die Kubaner, die werden das Geld nicht wert oder die Kubaner werden irgendwie jetzt schwer zu rauchen. Wir haben ja auch immer Glück gehabt bis jetzt. Mhm. Ich muss mir ehrlich sagen, bis jetzt jede Zigarre, die wir hatten, hat gut gezogen, egal ob Kuba oder nicht. Die meisten haben einen tollen Abbrand gehabt, ich meine, die brennt ja messerscharf. Super, ja. Da muss man auch ein bisschen auf Holz klopfen. Aber also ich finde schon, dass man Kuba auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben müsste. Und wir hatten ja auch dieses Preiserhöhungsthema jetzt. Da ist natürlich eine gewisse, wie soll man sagen, Frustration bei den Zigarrenrauchern gewesen. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass es ja gar nicht so krass war im Großen und Ganzen, bis auf diese Key-Brands oder Zigarren, eben wie die Trinidad und halt diese Linea 1935, die es da gibt und ähnliche. Aber ansonsten ist Kuba immer noch durchaus leistbar und vor allen Dingen so eine Zigarre bei der Qualität, ich meine, das ist für mich ein No-Brainer. Ja, absolut. Ist nicht billig, aber durchaus preiswert. Ne? Darf ja gerne ein bisschen ein Luxusgut auch sein. Man muss ja nicht jeden Tag und jeden Morgen, jeden Abend so eine Zigarre rauchen, wenn du dir sowas gönnst, einmal in der Woche. Ja, ist ja nichts Verwerfliches dabei. Lieber weniger und besser. Absolut, unbedingt. Und getränkemäßig, glaube ich, können wir eigentlich das bestätigen, was wir bisher gemacht haben. Es ist, passt super. Ja. Ja. Ich würde fast sagen, wir brauchen Refill. Wir füllen das wieder auf und rauchen halt noch ein Eck. Ja, bis zum letzten Drittel. Wir haben noch ein Stückchen vor ganz genau. Uns. Bis gleich. Ja, also bis dann. So, der Michael hat es ja schon angekündigt. Wir haben schon mal unser Glas wieder aufgefüllt. Michael, was sagst du zu der Kombination? Wow, reicht das? Nein, ich bin wirklich sehr angetan. Wirklich angetan. Ich finde, dass sich die einfach von Anfang bis zum Ende unfassbar geil entwickelt. Wir sind ja ziemlich jetzt im letzten Drittel und die hat so eine Schwere bekommen. Die ist so richtig satt und wuchtig. Aber trotzdem nicht übermäßig stark. Mhm. Aber da ist ganz viel los im Mund. Da ist auch ein bisschen Holz und jetzt auch wieder so Tannin und bin ziemlich angetan. Wie gesagt, ich finde es schade, dass es von der nicht mehr bei mir im Humidor gibt, weil die würde ich in 5, in 10 oder in 15 Jahren gerne nochmal rauchen. Ja, ich bin relativ sprachlos. Weil sie echt geil ist. Mhm. Ja, also kann ich unterstreichen. In Kombination mit dem Rum ist sie noch besser, als sie eh schon ist. Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen. 15 Minuten. Rauchen jetzt. Ja, wir haben jetzt 60 Minuten fast rum. Also 75 Minuten. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich noch die letzten 15 Minuten für uns alleine rauchen. Ja. Und sagen danke, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr die Chance habt, entweder habt ihr noch so ein Ding in der Kiste oder ihr könnt noch bei eurem Händler eine oder zwei bekommen, dann nutzt die Gelegenheit. Es ist wirklich wert. Genau, und wenn ihr sie raucht oder geraucht habt oder auch nicht geraucht habt, dann hinterlasst uns bitte gerne einen Kommentar. Unten. Ganz genau. Ja, wie ihr die Zigarre findet, wie ihr die Kombination findet, da sind wir uns eh fast sicher, dass euch das taugt. Aber vielleicht auch andere Kombinationen, die zu so einer Zigarre passen könnten, würde uns ganz gut
ja, gefallen, mal das zu hören. Genau. Alles klar. Also. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.